You know, still getting used to the players here, so congratulations on the win for sure. You know, we said, you know, we're starting playoffs. Basically, for us to get back into this this race and get out of that scary relegation thing. So, you know, every game is going to be so important. And you're starting early. You're starting middle of November playoffs, and every point you can scratch out is going to be so important. So, I think for the first game, and I thought we played a decent road game. We got good goaltending. you know, we scratched out a point, and that's the biggest positive we're going to try to take. And there was things I liked. There was things I didn't like. Power play gets a late power play to do something about it. And I don't even know if we had a shot and goal in a 1-1 game. So there's lots of work to be done there. You know, overall, it's going to take a few games to get a really good, view of the players and who you can trust, who you can't trust. And, but, you know, overall, I think we got to be happy at getting that one point and start building from there. Thank you. Ich fasse kurz zusammen, er hatte dir gratuliert, er müsste sich noch ein bisschen an diese Mannschaft gewöhnen. Es wäre so ein bisschen wie ein Playoff-Rennen, das jetzt beginnen würde für seine Mannschaft. Jedes Spiel wäre wichtig in dieser Phase, jeder Punkt wäre wichtig. Er meint, für das erste Spiel wäre es eine ganz solide Leistung gewesen, eine gute Torhüterleistung. Es hätte die Dinge gegeben, die er gemocht hat und welche, die er nicht gemocht hat. Insgesamt gäbe es noch viel Arbeit und man braucht sicherlich einige Spiele, um besser reinzufinden. Insgesamt ist er aber ganz zufrieden mit dem einen Punkt und freut sich jetzt auf die nächsten Spiele. Vielen Dank, Uli. Hallo, guten Abend zusammen. Ja, ich denke, das typische erste Spiel nach der Pause. Trotzdem, dass wir gut rausgekommen sind im ersten Drittel, gut Druck gemacht haben, uns ein paar Chancen erarbeitet haben. Haben dann allerdings auch im Laufe des Spiels wieder in ein paar Sachen reingekommen, die mir nicht so gut gefallen haben. Immer in den Verkehr reingerannt, ein bisschen zu kompliziert gespielt, was wir wieder schnell abstellen müssen. Aber ansonsten wussten wir auch, wie gesagt, die Witzigkeit des Spiels und die Jungs haben es gut gemacht, auch im Unterzahl haben sie es sehr gut gemacht heute. Und wir sind im Endeffekt sehr froh, dass wir den extra Punkt geholt haben. Danke. Gibt es Fragen bei Trainer? Tobi Kemberg, D-Sports. Thomas, vielleicht einen Satz oder zwei zu Brandon O'Donnell? Ein paar zu Brandon O'Donnell. Ja gut, genau, der war ein Jahr nicht im Spielbetrieb. Ist natürlich, haben sich alle gefreut, dass er zurück ist, er selber auch. Schießt dann natürlich auch das erste Tor, was wichtig war. Ja, und ja gut, das muss jetzt bei Donny ist es, kennen alle seine Stärken. Bei ihm ist es jetzt für Spiel wird er immer besser reinkommen in die ganze Situation. Aber der hilft schon unheimlich, genau. Gerade was das Offensive betrifft, sind wir schon sehr froh, dass er wieder da ist. SPE haben 2-1 gegen Iserlohn, war ein hartes Stück Arbeit. Wie hast du es gesehen? Ja, war erwartet. Bei denen brutaler Umbruch, neuer Trainer, neuer alles. Letzter gegen Vorletzter und ja, zum Glück haben wir die 2 Punkte, ganz wichtig für uns. Kann man also sagen, 2 Punkte gewonnen oder doch einen verloren? Ja, natürlich wären wir gerne mit 3 Punkten heimgegangen, aber schlussendlich waren wir schon froh, dass wir einfach 2 Punkte mitgenommen haben. Und jetzt, ja, nach dem November-Break auch nicht einfach und ja, jetzt schauen wir weiter nach vorne. Ja, es sah sehr schwierig aus, wieder reinzukommen. Hast du es auch so gesehen? Ja, auf alle Fälle. Ich meine, erstes Spiel seit einer Woche oder 10 Tagen und ja, das ist immer ein bisschen Scheiben verspringen, ein paar Sachen, läuft noch nicht ganz rund, aber ja, für das finde ich, war es nicht schlecht heute. Jetzt war Brandon O'Donnell wieder dabei. Wie kam das in der Kabine an? Der hat dann auch das erste Tor gemacht. Habt ihr euch sehr gefreut? Ja, sehr. Also über ein Jahr raus und dann Vorbereitung. Eigentlich hat er sich schon so gefreut und eigentlich hat top gespielt und jetzt das Tor gemacht. Mich freut es brutal für ihn, hat er sich echt verdient. Und ja, für uns ganz, ganz wichtig. Man schießt gleich wieder sein Tor. Genau. Dann wart ihr zu euphorisch wahrscheinlich über das Tor, weil dann direkt die Iserlohner auch getroffen haben. Ja, das sind so Sachen, die passieren sind jetzt erstmal und das sind schon noch Dinge, die wo nicht rund laufen. Ich meine, das zeigt dann schon irgendwo, wo wir stehen. Ja, solche Dinge dürfen dir nicht passieren, dass du direkt im nächsten Wechsel das Gegentor kriegst. Aber wir müssen daraus lernen und hoffentlich machen wir es in Zukunft besser. Du hast gerade die Pause angesprochen. Du selber hattest nicht unbedingt Pause. Du warst beim Deutschlandcup. Wie war das für dich?
Ja, mega tolle Erfahrung. Also ich war echt sehr überrascht, muss ich ganz klar sagen, weil ich jetzt damit überhaupt nicht gerechnet habe, weil ja, meine Saison war bis jetzt auch nicht so berauschend, dass ich gesagt habe. Aber nein, ich habe mich dann wirklich sehr gefreut und ja, war wirklich ein tolles Erlebnis. Also, ja. Was nimmst du persönlich aus diesen Länderspielen mit? Ja, ich denke, dass ich nicht auf einem schlechten Weg bin, aber trotzdem noch an vielen Kleinigkeiten zum Arbeiten. Also man merkt schon, dass es nur mal Schritt schneller, nur mal intensiver ist, aber ja, also ich versuche natürlich den Schwung von da hier mitzunehmen und ja, ich finde, heute war es eigentlich auch ganz ordentlich. Am Sonntag seid ihr in Straubing. Wie geht man an das Spiel ran? Was erwartet ihr da? Ja, immer in Straubing wird es immer schwer, also vor allem für uns. Und ja, wird ein schnelles Spiel, physisches Spiel. Aber ich denke, so wie wir im Moment drauf sind, können wir gegen alle Gegner eigentlich ganz gute Ausrufezeichen setzen. Dann wünsche ich mal viel Glück, gute Fahrt und kommt gut zurück. Danke. Danke, vielen Dank.